So, wir haben Hungrige, warum auch immer, obwohl wir hier 200 Essensrationen haben. So, das Streikrisiko ist niedrig. Genau, die Effizienz hatten wir ja gesenkt. Nee, ich habe das jetzt abgeschaltet. Wollte das ja aktiv lassen. So, hier werden Bauprofile produziert. Gut, dann können wir ja eigentlich in die Nacht gehen. Genau, lasst es schön alles ordentlich. Lasst es bitte alles schön ordentlich. So, gleich. Oh, jetzt geht's aber hier mit Schwung. Kommt es auf uns zu? Dann würde ich mal jetzt noch in der Nacht um 5 Uhr die Feuerstellen. Och Gottchen, sind die kleinen. Okay, dann wäre also das nächste sofort 50% mehr Radius. Würde ich einen hier hinsetzen, einen hier und einen hier hinten in die Ecke, weil wir in die Richtung ja weiterbauen würden. Es geht um eine Stufe runter, das heißt, wir landen dann bei erträglich. Ich baue sie mal erstmal nur und dann schauen wir mal, was hier mit der Gesundheit passiert. So, Nahrung sieht schon wieder mau aus. So, da schaffen wir es irgendwie nicht mehr zu produzieren. Ist ein bisschen schade. So, der hat noch zu tun. Das Dampfsägewerk. Und die. Es ist so kalt. Wie sollen wir bei diesen Temperaturen arbeiten? Ich weiß nicht, wie die Leute mit dieser Kälte umgehen. Ich habe noch nie so früh so viel Schnee gesehen. Jo, und wir haben in der Kampagne ja schon ordentlich Kälte gesehen. So, minus 10 Grad. Schauen wir mal. Okay, ist ja immer noch komfortabel. Also können wir die Dampfzentren. Ne, was war, wie hießen die? Die Feuerstellen können wir ja dann noch ausgeschaltet lassen. Das lassen wir noch aus. So, morgen steigt wieder die Konzentration. Aber was ist denn das hier? Werdet doch mal langsam fertig. 10 Stunden kommt. So, die effizienten Brenner sind erforscht. So, was haben wir hier? Erlaubt es uns, die Temperatur im Umkreis jeder Feuerstelle um 2 Stufen zu erhöhen. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Wir holen uns mal die Erweiterung. So, komm, gib uns den Kern. Ich will den Kern. Ich will den Kern haben. So, spulen wir vor. Ah, was haben wir denn hier? Geringe Motivation. Den Leuten fehlt die nötige Motivation, um ihre Aufgaben richtig zu erfüllen. Dadurch sinkt die Effizienz in allen Arbeitsplätzen. Ich verstehe. Es ist mir irgendwie durchgerutscht. Damit haben wir das sofort wieder verbessert. Dann haben wir hier noch den Abendgottesdienst reinkloppen. Also damit haben wir das auf alle Fälle wieder ausgeglichen. Oh, hallo Astelflix, sind auch da. Das ist schön. Das freut mich. Hat er genau richtig gekommen zu den ersten Minusgraden. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Sind noch am Bauen. Nebenbei Nagarium. Ja, davon hätte ich gern wieder mal ein paar Fotos gesehen. Es wird ja langsam Zeit, ne, dass das Ding fertig wird.
Ja. So, schauen wir mal. Hier ist bestimmt wieder Streik, wa? Streikunterbindung verschwunden. Ein Aufseher möchte sich privat mit dir unterhalten. Nachdem er sich vergewissert hat, dass auch niemand belauscht, gesteht er, den vermissten Streikanführer getötet zu haben. Oh. Folgendes ist passiert. Ein paar Freunde und ich haben uns den Kerl zur Brust genommen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Er blieb stur, fing an, um sich zu schlagen, rutschte aus und schlug sich den Kopf am Asphalt auf. Verdammt, wir haben ihn doch unter dem Generator mit frischem Beton vergraben. Mit deinem Segen hoffe ich. Nein. Es ist nicht mit meinem Segen passiert, dass ihr euren Kollegen Aufseher im frischen Beton untergrabt. Nein, 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 nein. Lobt die Aufseher, das Streikrisiko ist dauerhaft gesenkt, die Arbeiter könnten von Zeit zu Zeit verschwinden. Bestraft hier, die Unzufriedenheit steigt. Gut. Ja, wir nehmen mal die Unzufriedenheit. Da brauche ich jetzt nicht drüber nachdenken. So, alle sind soweit. Wir sind immer noch mit dem Herzen beschäftigt. Wir brauchen noch 4 Stunden. Schaffen wir das? Das Schichtende? Nee, schaffen wir nicht. Wieder mal nicht, weil wir ja nur bis 16 Uhr die Schicht haben. Nee. Dann wird es halt am nächsten Tag fertig. Dann wird es am nächsten Tag fertig. Transport ist angekommen. Weitere 4. So, Nahrung sieht gerade wieder okay aus. Nächsten Arbeiter. Wir haben noch genug Zimmer, wie es aussieht. Genug Zeltraum. Ah, was können wir denn noch an Gesetze machen? Sind wir ja auch bald durch. Oh, entschuldigt bitte. Aber irgendwie juckt gerade die Nase. So, was ist denn das hier? Die höchste Stufe. Die Knechtschaft. Jeder wird verdächtig, jeder wird beobachtet, jeder wird dienen. Eieiei. Neues Gebäude, Panoptikum. Neue Fähigkeit, Zwangsarbeit. Zwangsarbeit verdoppelt die Effizienz an Arbeitsplätzen, an denen nur Sträflinge arbeiten. Du musst ein. Nee, nee, das machen wir nicht. Aber was haben wir hier? Rationalisierte Gesundheitsvorsorge. Um die Gesundheitsvorsorge für Angestellte zu gewährleisten, können Sträflinge vom medizinischen Eindruck ferngehalten werden. Ah, Nase. Neue Fähigkeiten. Nutze die rationalisierte Gesundheitsversorgung, um Sträflinge von medizinischen Einrichtungen fernzuhalten. Die Leichen von Sträflingen werden im Fundament des Generators entsorgt. Boah. Nee. Ingenieure, die in einer Ingenieursunterkunft leben, haben erhöhte Motivation. Wie war denn in der Administration noch irgendwas? Also irgendwie. Nee, das haben wir ja alles schon. Ja. Heroinpillen. Verwende im Spalt. Ja, machen wir das. Geringes Risiko. Gut, dann können wir sie. Aber ja, die Motivation mit Kokain steigern. Das ist ja ein Knaller. Kokainpillen werden zu den Mahlzeiten serviert und steigern die Motivation. Leicht anhaltende Einnahmen kann zur Abhängigkeit oder zum Tod führen. Wir probieren es mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Ich will es gar nicht wissen. Noch ein hinterlistiger Plan, damit wir härter arbeiten. Halt nicht darauf rein. Und schon ist ein Einwohner gestorben. Das sorgt natürlich wieder für, dass die Motivation sinkt. Ich glaube, das mit den Kokainpillen war dann doch keine gute Idee. Es beginnt wieder der Abend der guten Entscheidung. Haben wir hier noch Ingenieur, genau, dass wir die Effizienz noch steigern können. So, 91%. Können wir morgen hier nochmal die Sicherheit erhöhen? So, die erweiterten Heizkörper.
fortgeschrittene Brenner noch mal weniger Kohleverbrauch. Machen wir sofort. Weil hier hinten wird es ja noch kälter. Also es scheint jetzt nur noch kälter zu werden. So, die bringen immer noch 90 Tonnen Nahrung. Der Hafen bringt nicht viel. Also das sieht nicht so schön aus da oben. Was haben wir hier nochmal? Arzneiausgabe, neues Gebäude, Arzneiausgabe. Heilt die Schwerkranken mit starker Schere. Ah, das wollten wir auch nicht machen. Neue Schichtlänge. Der Arbeitstag ist jeder Einrichtung kann auf 14 Stunden verlängert werden. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Was war bei den Doppelschichten? Neue Schichtlänge. Die Arbeitszeit in jeder Einrichtung kann permanent auf 24 Stunden verlängert werden. Arbeitsplätze mit Doppeln benötigen die doppelte Arbeitskraft. Die Arbeit in Doppelschichten sorgt für Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Ah, machen wir hier mal die verlängerten Schichten. Wir müssen es ja nicht... Wir müssen es ja nicht erhöhen. Wir können es ja erstmal einfach nur, wir haben das Gesetz verabschiedet. Und jetzt bitte, bitte, bitte noch eine Stunde, dass wir den Herz des Generators und somit Phase 3 endlich abschließen können. Komm schon. Stufe 3. Nächster Meilenstein. Setze den Generator zusammen. Errichte jetzt die zwei Teile der Thermohülle, aus denen das Kernstück des Generators besteht. Danach ist der Generator bereit. Okay. Stopp, 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 stopp. Wie bitte? 10 Stunden reichen nicht. In unserer Lage geht es wohl nicht anders. So. Wir brauchen die Arbeiter jetzt an diesen Plätzen. Wir können erstmal schauen, was müssen wir jetzt bauen. Okay, wir haben ja zwei Lüftungsanlagen. Das ist in Ordnung. So, um die Thermohülle zu bauen, brauchen wir 25 Dampftauscher und 10 Stahlgemischer. So, das heißt, wir fangen... Nehmen hier mal alle raus. Schließen das ab. Hauen hier maximal 20 Leute rein. Erhöhen hier die Effizienz und die Sicherheit. Und wir brauchen von den Dampftauschern noch 5 Stück. Die kosten uns Stahl. Haben wir genug? 1, 2, 3, 4, 5. Damit haben wir die 25 Dampftauscher. Dann aktivieren wir hier auch alles. Hauen hier auch die 20 Leute Maximum rein. Und von den Gemischen brauchen wir 10 Stück. Nee, da wollte ich hin. So, dann brauchen wir... Das kostet uns Stahl und Kohle. Haben wir beides. Können wir hier gleich auf 20 gehen. Wir lassen die kurzen Schichten. Wegen der Sicherheit. Das lassen wir. Das Ende der giftigen Gefahr. Sir, die Fertigstellung des Generatorkerns konnten wir die gesamte Konstruktion dicht versiegeln. Die giftigen Gase, die aus der Quelle strömten, gelangen nun nicht mehr an die Oberfläche. Wir müssen uns keine Sorgen mehr darüber machen. Ich freue mich, das zu hören. Aber brauchen wir denn dann noch die Lüftungsanlagen? Dann können wir die doch abschalten. Alles, jo. Können wir die dann auch abreißen, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Das würde sich ja dann eigentlich anbieten, oder? Dass ich die abreiße. Was bekommen wir da wieder? 19 Holz und einen Dampfkern bekommen wir zurück. Na, dann machen wir das. Dann machen wir das. Weil wenn wir die nicht mehr brauchen, wenn wir das jetzt hinter uns haben... Weil die würden uns ja jetzt auch nichts bringen, wenn wir wieder die Schichten verlängern. Ich kann ja mal schauen, was passiert dann. Oh, ne. Oh, oh, oh.
Mist, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich habe vergessen, dass die Motivation dadurch sinkt. Neuigkeiten aus London, Chaos entsteht. Da jetzt das Herz des Generators fertiggestellt ist, ist das Projekt auf besten Wege abgeschlossen zu werden. Gut gemacht. Inmitten der politischen Turbulenzen in der Heimat ist deutlich geworden, dass die meisten Generatoren nicht rechtzeitig funktionstüchtig sein werden, wodurch es zu einer Massenpanik kommt. Die Übergangsregierung hat ein Lotteriesystem entwickelt, aber die Leute behaupten, es sei gezinkt. Die Lage ist äußerst instabil und die Behörden bereiten sich auf Aufstände vor. Das Land versinkt in Chaos. Wir werden alles dran setzen, diesen Generator fertig zu bekommen. Aber ich muss jetzt erstmal... Haben wir noch genug Nahrung? Jo. Okay, dann lag es jetzt nicht an der verlängerten Schicht. Dann lasse ich sie jetzt mal etwas länger arbeiten. Weil es lag ja nicht an der Schicht. So, hier wird abgerissen, das ist gut. Jetzt haben wir hier... Können die jetzt nämlich 14 Stunden arbeiten. Das allsehende Auge. Sir, ein Ingenieur, möchte sein neues Überwachungskonzept präsentieren. Angelehnt an Jeremy Panoptikum-Idee habe ich ein Gebäude entwickelt, in dem nur wenige Aufseher die Sträflinge zu jeder Zeit beobachten könnten. Dadurch wird gewährleistet, dass sie mit höchster Effizienz arbeiten. Wollen wir seine Pläne in die Tat umsetzen? Sinkt leicht. Du hast 2 Tage Zeit, das Knechtschaftgesetz zu beschließen. Ach ja. Ja, wenn man sich einmal auf diesen Weg festgelegt hat, dann zwingt einen das Spiel. Da kommt man dann nicht drum rum. Ist in Ordnung. So, wir haben aber immer noch viele, viele Leute, die nichts zu tun haben. Was machen wir da? Können wir... Oh, die Kohle ist auch hier abgearbeitet. So, dann können wir das und das abreißen. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Leuten? So, das Dampfsägewerk kann weg. Gut, dann würde ich jetzt davon 2 bauen. Rohstoffe. Dampfsägewerk, das können wir dann... Mal schauen, dass wir so wenig wie möglich an Rohstoffe zerstören. Dann bauen wir mal eins hier hin. Und dann würde ich hier oben auch noch eins bauen. Weil damit haben die Leute dann was zu tun. Lagerkapazität erreicht. Boah, hier sind ja... So, was haben wir denn hier? Hier wird Stahl rangeholt, hier wird Kohle rangeholt. Genau, wir hatten ja 2, die sich um Stahl kümmern. Die Rohnahrung würde ich immer noch lassen mit dem Angelhafen, da bleiben wir dabei. Das würde ich jetzt nicht ändern. So. Gut, dann können wir wieder... ganze Sache beschleunigen, weil die arbeiten ja jetzt bis 20 Uhr. Transport ist angekommen, die nächsten 10. So, sofort wieder forschen. Verbesserte Gebläse erlaubt uns, die Temperatur im Umkreis jeder Feuerstelle zu erhöhen. So, Dampfladestation. Ich habe 7 Stück davon. Da könnten wir an jeden Hafen eine Dampfladestation ranmachen. Aber holen wir uns erstmal die fortgeschrittenen Häfen und danach die Dampfladestation. Und dann würde ich halt hier immer eine Dampfladestation dann austauschen. Gegen einen fortgeschrittenen. So, die Sägewerke werden gebaut. Der muss noch abgerissen werden. Wir haben 92, die jetzt nichts zu tun haben. Wenn ich noch ein Plätzchen hätte für noch einen weiteren Hafen, das wäre eine feine Sache. Das ist wirklich zu wenig. So.
So, euch kann ich voll besetzen und auch eine lange Schicht reinkloppen. So, dann könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen was tun. Aber dann ist es auch langsam vorbei mit den Rohstoffen. Aber ich weiß nicht. Die sind mit einem Außenposten, die warten. Die würden mir 20 Holz und nochmal 15. Nochmal 15 Esser. Ich habe schon 72, die nichts zu tun haben. 72, die nichts zu tun haben. So, jetzt sind wir in der Nacht, also können wir wieder vorspulen. So, wann können wir hier wieder... So, das nächste Gesetz. Naja, dann machen wir das, wozu wir ja jetzt das Knechtschaft. Wir müssen dann das Panoptikum bauen. Zwangsarbeit senkt die Arbeitssicherheit um 3. Motivation steigt. So, dann bauen wir mal. Die Zukunft der Stadt, die hier florieren wird, steht auf dem Spiel. Wir werden alles dafür tun, dass jeder Einzelne mit vollem Einsatz 100 Star... Wow. Oh, wow. Ist das jetzt gebaut oder müssen die das noch bauen? So, dann geht mal alle ran und baut das Ding mal. So, Motivation steigt. Gott, das sieht aber ein bisschen fies aus. So, was können wir jetzt hier machen? Erhöht die Effizienz, wenn Sträflinge arbeiten um 100%. Senkt die Sicherheit jedoch um 3. Gut, wir haben ja momentan nirgendwo Sträflinge im Einsatz. Kann uns also eher egal sein. Aber wir haben es in der Hinterhand, ne? Also wir haben es. Was wir haben, haben wir. Jetzt lassen wir hier erstmal weiter die Ressourcen bauen. Wir haben jetzt schon die 25 Dampftauscher. Die 25 Dampftauscher und die 10 Stahlgemische haben wir auch. Ist hier irgendwas übersehen? Muss ja davon 2 Stück bauen. So, dann können wir die 50 da auch dran arbeiten lassen. Das geht auch. Wir verlängern die Schicht. Und wir müssen ja davon noch einen bauen, weil es waren ja 2, also auf der anderen Seite. Gut. Der Anfang vom Ende, alarmierende Gerüchte. Sir, wie es scheint, haben sich die letzten Neuigkeiten aus London im ganzen Lager rumgesprungen. Es kursieren wilde Gerüchte, aber die meisten Leute fürchten, dass sie hier zurückgelassen und sterben werden. Wirst du etwas dagegen unternehmen? Lass die Leute reden. Erklärt die Situation. Die Unzufriedenheit steigt erheblich. Lass die Leute reden. Wir wollen hier nicht die Motivation weiter senken. Irgendwann werden wir eingreifen. Also wir haben auch gerade nur Nahrung, ne? 20% werden auch gleich wieder sinken. Ganz kurzer Blick, ob noch alles läuft. Das sieht gut aus. Na gut, dann legen wir mal. So. Was? Noch ein Sicherheitsaußenposten? Was? Noch? Ja. Zu viele Kontrollen. Eine Gruppe Arbeiter beschwert sich über die ständige Überwachung.
gebe wirklich mein bestes, Boss, Ehrenwort, sagt ein unerfahrener Mechaniker, aber mit all den Aufsehern, die mir über die Schultern schauen, fühle ich mich wie ein Verbrecher. Ah, zeig uns, dass du uns vertraust. Du solltest zumindest einen Sicherheitsaußenposten abbauen. Ja, nehmen wir halt das Streikrisiko. Wir brauchen die, weil wenn ihr nicht motiviert seid, dann müssen die dann dabei unterstützen. So, was soll die ständige Überwachung? Bla bla. Ja, das hatten wir gerade geklärt. So, dann optimieren wir mal wieder die Häfen. So, wir haben genug davon. Sehr schön. Wir haben auch genug Leute, dass sie gleich gebaut werden können. So, wunderbar. Und ich wollte die Dampfladestationen noch bauen. Also erstmal entwickeln. Oh, schon wieder Prostituierte untersucht. So, wir haben ja hier immer noch die dritte Station. Die öffnen wir mal wieder, dass wir die hier dann uns um die kümmern können. Das war die Leichenhalle. Das bringt uns nichts. Das Pflegeheim. Aber wir haben ja keine Amputierten. Gut, aber die, die nicht arbeiten, können wir nach Hause schicken. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Was haben wir hier? Hier wird gestreikt. Löst den Streik auf oder verhandelt. Wir verhandeln. Zusatzrationen und so viel steigt. Die Forderungen könnten massiv steigen. Der Arbeitsplatz bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen. Die Forderungen könnten massiv steigen. Du hast 2 Tage Zeit, ein sich. Nee, das mit dem Aufen, das lassen wir mal. Versuch die mit Zusatzrationen. Okay, also die Arbeiter wollen dann wohl langsam, dass wir ja, wir machen kurze Schichten. So, schauen wir mal. Da sind kurze Schichten eingestellt. Das lassen wir dann laufen. Also da ändert sich ja jetzt gerade für uns nichts, weil es ist ja schon auf kurze Schichten. Dann lassen wir das. So, gehen wir mal auf maximale Übereinstimmung der Faustkämpfer. Gut, da wurde wieder gekämpft. Aber was wir nicht mehr schaffen, ist die plus 30% Effizienz. Also das klappt nicht mehr. Kommen wir nicht mehr hin. So, Motivation ist wieder gesunken. Es fehlen uns wieder die Essensrationen dafür. So, Essensrationen sind wieder da. Wir können das hier wieder... Nee, das fehlt uns noch. So, Dampfladestation. Da wollte ich ja überall eines hinbauen. So, wir haben jetzt... Ah. Ich verstehe, wir haben jetzt drei Häufchen. Aber ich kann noch einen bauen. Damit haben wir alle unsere... Gut, dann sollten wir ja jetzt, was Ressourcen angeht, ja ordentlich Häufchen bilden. So, was haben wir hier? Noch fortgeschrittenere. Da brauchen wir dann 3. Das brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Sammeloptimierung. Dank besserer Arbeitsorganisation sind Ladestationen 10% effizienter. Das nehmen wir mal. So, wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich die Nahrung irgendwie in den Griff bekomme.
So, was? Hier ist die Motivation.